bin's, euer Linus, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei unserem kleinen Making-of zu Dragonina Esmeraldina. Unter anderem seht ihr gleich erstmal, wie unsere Drachin gebastelt wurde und danach, wie schwer überhaupt unser Dreh war. Dann, welche einzelnen Figuren mitgemacht haben, auch unter anderem, was wir so für Tricks benutzt haben. Und ihr hört nebenbei auch ganz viele lustige Outtakes und Versprecher. Also viel Spaß dabei! Dann herrscht also nun zwischen unseren Arten Krieg. Ja, dann herrscht jetzt Krieg. Kick, kick. Nein, ruf den nochmal, den Gig. Ach so! Gig, der Drache ist alt, sehr alt. Er wird höchstens nur noch etwas Qualm hervorbringen. Außerdem will ich, dass du ihm auch sein Maul zerschnürst. Zuschnürst! Mir war schon klar, dass die Kinder weinen würden, weil ihnen jetzt kein Kobold mehr die gesprenkelten Naschwerken. Ach du Scheiße! Warte, nochmal ab hier. Drachen sind doch so unbeschreiblich faszinierend, toll und mächtig. Eben, genau das macht sie ja so gefährlich. Und ich lass mir auch nicht mehr von ein paar großen... Was? Ach so. Ja, red einfach weiter, ich lass auf. Ich fange von vorne. Ja. Und nun geht's. Das Feuer auf dem Drachenberg macht sich nicht von allein. Und mein Herz. Nein, da musst du... Ah, da kriegt er dein Herz Bitte, bitte. Doch solange du quasi noch König in Ausbildung bist, hast du alles zu tun, was ich dir sage. Natürlich. Hauk. Weißt du, wenn er dann... Wenn du den ersten nur ganz normal freundlich sprechen kannst und danach haut er dir sowieso eine in den Nacken und dann bist du ja sowieso schon runter. So, jetzt habe ich dich hier angebunden und glaub mir, hier kommst du nicht so schnell ohne fremde Hilfe raus. Raus? Hier steht los! Raus heißt das, Digga. Deswegen! Laus! Los, hat die irgendwie geschrieben, deswegen wollte ich eigentlich raus sagen, dann sehe ich los und dann laus! Ja. Okay. Los, komm! Aber sei leise! Die Menschen dürfen nicht mitbekommen, dass wir hier sind. Irgendetwas Schlimmes muss mit Schlowenzikor. Irgendetwas Schlimmes muss. Wie hat er mal ausgesprochen? Schlowenzikor. Irgendetwas Schlimmes muss mit Schlowenzikwai geschehen sein. Das wäre wieder längst zurück. Hallo Oma, wie geht es dir? Ich bin es. Super geht's mir. Sag mal, könntest du mir vielleicht wieder eine deiner Geschichten erzählen? Natürlich, gerne. Klasse, vielleicht eine über die Zeit auf Bars? Bras. Bras? Ja, noch einmal bitte den Satz. Klasse, vielleicht eine über die Zeit auf Bras? Ja, wenn du das hören möchtest, dann komm, kuschel dich an mich. Also, und ich will dir erzählen. Juhu, dann erzähl mal, Oma. Wie war's denn? Ja, nochmal. Juhu, dann erzähl mal, Oma. Wie war das damals alles? Nun, die alten Tage von Bras sind schon lange her, wie du sicherlich weißt. Damals wurden wir Drachen noch vom großen Schlowenzikwai geführt. Ja, das erzählt mir Mama auch oft. Bis zu jenem Tag, an dem sich Schlowenzikwai in Stein verwandelte, um der Pein von König Hauke, Prinz Gig und all den anderen Menschen zu entgehen. Das ist so eine traurige Geschichte mit Schlowenzikwai. Das ist so eine traurige Geschichte mit Schlowenzikwai. Wenn es mich damals schon gegeben hätte, ich hätte ihm geholfen.
So, der letzte Satz. Esmeraldina. Ich sag dir, Esmeraldina, das wird lecker. Yeah! Seid ihr fertig? Kommt ihr noch, s'il vous plaît? Le baguette de fromage! Warum? Was machst du? Komm hier raus! Nein, halt die Schnitt! Es ist einfach noch viel zu gefährlich für dich. Und Bananenmus wird es heute für dich auch nicht zum Nachteil. Bananenmus! Was ist das denn? Was für eine Bestrafung! Geht fast drauf! Kriegst kein Bananenmus! Boah. Und Bananenmus gibt es für dich heute auch nicht zum Nachtisch. Tobi, mach mal Ton aufs Haar. Außerdem vermissen die Frauen die schönen Drachengesänge ab den Dämmerungen. Jetzt schon und die Männer. Was hat denn für ein scheiß Satz, Alter? Wann sind die Drachen, Alter? Kann ich jetzt? Entschuldigung. Reiß dich zusammen. So kann man nicht arbeiten. Genau, so kann man nicht arbeiten. Ich war das gar nicht. Außerdem vermissen die Frauen die schönen Drachengesänge ab den Dämmerungen. Jetzt schon. Da ist doch kein Satz, da ist kein Punkt, kein Komma, ey. Ja, dann mal dir da einen Punkt hin. Ich sag jetzt alles in einem Satz durch, auch wenn es sich hat Behinderten hört. Ja, ist okay, ich kann schneiden. Sie ist genauso schlimm. So kann ich nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten, Madame. Seien Sie ruhig. Ich hab gar nichts gemacht. Schnabel halten. Genau, Schnabel halten. Außerdem für... Außerdem vermissen die Frauen die schönen Drachengesänge ab den Dämmerungen. Lies doch schon mal einen Satz. Ich kann doch nicht vorlesen, ey. Ganz im Gegenteil. Ich bin putzmunter. Ich will doch wissen, ob Dragonina Nohumil was angetan hat, oder nicht? Nein. Dragonina irgendwas angetan hat, oder nicht? Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin putzmunter. Ich will doch wissen, ob Dragonina Nohumil was angetan hat, oder nicht? Nochmal bitte. Angetan hat, oder nicht? Irgendwas angetan hat, oder nicht? Im Gegenteil. Nein. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin putzmunter. Ich will doch wissen, ob Dragonina Nohumil was angetan hat oder nicht. Nein, abverkehrt. Ob sie ihm was angetan hat oder nicht? Du brauchst die Betonung. Nohumil was angetan hat oder nicht? Ja, genau die Betonung. Im Gegenteil, ich bin putzmunter. Ich will auch wissen, ob Dragonina Nohumil was angetan hat oder nicht. Ihm was angetan hat oder nicht? Mann! Kruzifix noch einmal. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin putzmunter. Ich will auch wissen, ob Dragonina Nohumil was angetan hat oder nicht. Dein Ernst? Warte, noch einmal. Ich hab's gleich. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin putzmunter. Ich will doch wissen, ob Dragonina Nohumil was angetan hat oder nicht. Das können wir nehmen. Okay. Dann kommt...